Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession von Defiance. Ja, es ist wieder so Zeit, sich bei euch zu bedanken für die ganzen Zusprachen über dieses Spiel und über dieses Let's Play. Und es freut mich immer ungemein, wenn ihr weiterhin einschaltet und weiterhin zuschaut, wie es hier mit der Story in Defiance weitergeht. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo wir überhaupt als nächstes hin müssen. Was haben wir denn überhaupt als nächstes? Scheiße, den wollte ich gar nicht setzen. Ach, da unten die Hauptmission. Und hier hätten wir noch einen. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal da an. Wieso sind wir denn hier? Achso, hier oben mussten wir mit der Erin Chondu sprechen, der Schwester von diesem dunklen Materie-Fritzen, die ja uns auch beauftragt hat, den Typen umzubringen. Naja. Wir machen jetzt aber erstmal die nächste Nebenmission, damit wir hier das Gebiet dann auch endlich mal abschließen können. Ja, was hat sich in der letzten Zeit bei mir getan zwischen den Aufnahmesessions? Also viel getan hat sich nicht. Wir haben mittlerweile Amnesia durchgezockt, warten jetzt nur noch sehnsüchtig drauf, dass endlich, ach so, hier muss ich lang, dass endlich Dark Souls 2 in den Startlöchern steht. Denn dann werden wieder Highscore-Sessions gemacht. Was heißt Highscore-Sessions? Wir werden dann wieder wie die Bekloppten aufnehmen. Ohne große Pausen. Was heißt ohne große Pausen dazwischen? Also wir können ja nur am Wochenende. Und wir müssen sie dort ausschalten. Ja, ist ja gut. Wenn wir ihre Gefechtstürme lahmlegen, würde uns das sehr weiterhelfen. Nein, jetzt nicht. Ich habe gerade Geschichten zu erzählen. Nein, ich denke mal, wir werden Samstag, Sonntag sowas aufnehmen, dass wir da ein bisschen was am Vorlauf haben und dann jeden Samstag oder so mal 7 Folgen oder sowas in der Art. Müssen wir mal gucken. Ach du Scheiße, jetzt stehen hier die Walls schon wieder mitten auf der Straße. Ist ja sensationell. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Jetzt ist es ja auch bald dann an der Zeit, dass wir mit Dark Souls durch sind. Aber was heißt in der Zeit? Es müssten noch ein paar Folgen kommen. Auch wenn schon Dark Souls 2 dann angelaufen ist, werden wahrscheinlich auch noch ein paar Folgen von Dark Souls 1 kommen. Weil wir haben doch relativ lange gebraucht für das Spiel. Ja, was steht sonst noch an? Was? Wieso ist der jetzt vom Auto? Will der mich verarschen? Steigt der einfach da vom Fahrzeug ab? Naja. Was wollte ich sagen? Ja, sonst, ich hatte eigentlich geplant, Titanfall zu machen. Allerdings wird Titanfall nicht funktionieren. Zumindest zur Zeit nicht. Da ich im Moment ein paar Problemchen habe. Das sind Problemchen privater Natur. Ich habe halt jetzt Steuern, Versicherungen vom Auto und sowas sind fällig. Und da ich einen alten Diesel fahre, der ist jetzt fast 30 Jahre alt, kostet mich das schon ein Schweinegeld diesen Monat. Das heißt, diesen Monat werde ich mir wahrscheinlich nichts kaufen können von meinem Lohn, sondern muss erstmal warten, bis das alles bezahlt ist. Beziehungsweise ist es ja dann alles bezahlt und dann im nächsten Monat könnte es sein, dass es mit Titanfall losgeht. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Ja, was gibt es noch zu berichten? Ich überlege gerade. Nö, sonst im Moment bei mir gibt es soweit nichts Neues. Eben kurz die Hellbugs loswerden, damit wir gleich die Quest... damit wir die Quest ordentlich lesen können. Sonst noch irgendwelche Gegner in der Umgebung? Sieht nicht so aus. Schauen wir mal. Ich gebe dir einen Haufen Scripts, wenn du ein paar Dinge für mich erledigen kannst. Jawohl, Engel des Todes. Ein paar Rentscher versuchen sicher nach Sausalito zu kommen, aber sie brauchen jemanden mit deinen Fähigkeiten, der sich um die Räderlager nahe der Straße kümmert. Das erste Lager ist nicht weit weg, räume es. Wir bleiben in Kontakt. Ich habe unser Ziel auf der Karte markiert. Gehen wir. Ah, okay, da oben ist das erste Räderlager. Oder... Ah ne, wir müssen erst zu Ranch. Wir müssen erst die... An dem Moment ist ja gar keine Ranch. Ist ja Hunter's Ridge. Wir haben mehrere Ziele. Los, erledigen wir sie. Ja, ich bin unterwegs. Machen wir die Raider einfach mal hinüber. Hallo. Weggetreten. Na, du guckst auch ganz schön dumm aus der Wäsche, wa? Ich mag das anfangs erst mit dem Scharfschützen. Oh, nee. Ich wollte gerade gesagt haben, ich mag das anfangs erst mit dem Scharfschützengewehr. Mein Gott, was ist denn hier los? Rumzurennen.
Weil da kann man doch schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Meine Herren. So, hier müssten wir alles haben. Jetzt gucken wir mal mit dem Scharfschützengewehr, ob wir da noch irgendwas finden. Da haben wir noch welche. Weitere Raiders im Anmarsch. Ja, habe ich mir beinahe gedacht. Hau ab. Ei, da kommen wieder meine Freunde mit den Schilden. Die habe ich ja noch nie gemocht. Treffer versenkt. So, den haben wir weg. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter, ziehe mich zurück. So ein bisschen die Schisshasentaktik. Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Ich versuche gerade mein Bestes mit dem Ausschall. Ach scheiße, den habe ich gar nicht umgebracht. Läuft der immer noch auf mich zu. Komm, hier, hau ab. Das ist ein großer Kerl. Sei vorsichtig. Was, was? Wo ist ein großer Kerl? Ach, da hinten. Okay. Ja, das klappt auch ganz gut. Schießen wir einfach mal da drauf, weil der jetzt ja mit seinem Gesicht wegguckt. Sehr schön. Nochmal. Nochmal. Oh! Willst du mich verarschen? Ach, jetzt muss ich auch noch nachladen. Ist ja schön. Komm schon. Du bist besser als jeder, den ich seit den Tagen des Krieges gesehen habe. Haha. Das hätte ich dir auch gleich sagen können. Gut, das haben wir also schon mal erledigt. Ich weiß wohl, von dieser Questreihe gibt es noch 4 weitere. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ist die nächste aufgeploppt? Tatsächlich, Engel des Todes, da ist die nächste. Das heißt, dann gehen wir da schon mal weiter, denn wir müssen ja, wie gesagt, wie schon in der Quest erwähnt, die Straße freiräumen. Für die Rancher. Und ja, ihr einziger Baum weit und breit. Ich fahre davor. Wie immer. Das wird sich auch niemals bei mir ändern irgendwie. Habe ich so langsam das Gefühl. Und für uns heißt das jetzt nächste Mission direkt angehen. Dann müssten wir eigentlich die Quests fertig haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Beim letzten Mal meine ich, hätte ich nämlich, als ich die Aufnahmesession beendet habe, extra nochmal nachgeguckt, wie es ausschaut. Mit den Erfolgen hier. So, da sind... Nee. Da sind jetzt aber... Das sind jetzt aber keine Vault, die hier stehen, oder? Hilfe! Die haben mich gefesselt! Nee, jetzt gerade nicht. Ich will die Quest annehmen. Wärst du bereit, einem Sensor zu helfen? Das wäre sehr nett. Du bist in der Nähe eines weiteren Raider-Lagers, in dem einige Fahrzeuge stehen. Sabotiere sie, um den Schweinen einen Schlag zu versetzen. Ja, machen wir doch glatt. Unser Ziel auf der Karte markiert. Da haben wir Spaß dran. Das tun wir doch einfach mal. Warte weg. Nein! Huh. So, dich haben wir weg. Dich haben wir auch weg. Das ist der alte nächste Arschkasper. Zack. Na, ah, Mann, ich wollte da eigentlich hoch. Dann eben so. Nein, ich helfe jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade gar keine Zeit, dir zu helfen. Ich bin hier auf einer wichtigen Mission. Aber ich muss sagen, das Outfit gefällt mir echt gut. Das ist einfach mal was anderes, wie immer diese komischen Tarnanzüge und was weiß ich, was da noch alles ist. Also ran. Ja. Das wäre wieder der Schuss des Jahrhunderts. So, den haben wir auch. Was war denn das? Was denn da jetzt explodiert? Komm schon. Todesstoß. Achso, hier haben wir schon das erste Fahrzeug. Ey, sag mal, wo kommt ihr eben alle weg? Geh weg. Ich muss hier sabotieren. Ach, da ist schon wieder so ein Freundchen. Auch den haben wir weg. So, dann können wir hier als nächstes zu dem Dicken. Was soll das sein? Ein Monstertruck oder ein ganz normaler? Sieht jetzt schon fast aus. Richtig lustig.
Mit den Rädern sieht das schon fast aus wie so ein Monster-Truck. Was? Ich was? Einen Bär. Heilige Scheiße. Stand der auf einmal vor mir. Da kann ich ja von Glück reden, dass er mich jetzt mit seiner Schrote nicht direkt weggesenzt hat. Huiuiui. So, das haben wir auch schon mal. Nach Quests, Audiologs brauchen wir nicht mehr suchen, denn Audiologs haben wir ja hier schon alle gefunden, zumindest die wichtigen erstmal. Schaff sie dir vom Hals! Ja, du dich auch. Hau ab da. Welch mit dir? Ach, da ist auch noch einer. Jungs, da müsst ihr euch schon mehr einfallen lassen. Achso, Moment, ich war hier richtig. Du bist echt gut. Kaum zu glauben, dass du keine Spezialausbildung hast. Weiß ich gar nicht, ob ich Spezialausbildung habe. Sah zumindest so aus, weil wir gehörten ja eigentlich zu den komischen Spezialkräften oder was das auch immer war. Was ist das denn hier? Schrottschlägerausrottung. Ach komm, ich glaube, da gehen wir einfach mal hin, weil da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Denn wir müssen auch von den Schrottschlägern noch ein paar umbringen. Moment, ich gucke auch extra nochmal nach, ob das auch stimmt, was ich jetzt hier erzählt habe. Moment, Staffel. Kampf. Ist es Kampf? Nee, Kampf ist das nicht. Feindgruppen. Schrottschlägeruntersuchung. Genau. Da müssen wir nämlich noch... müssen wir noch einen kleinen Archenfall der Schrottschläger machen und einen komischen Schrottschläger-Typen umhauen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, was das für ein Schrottschläger war. Deswegen gehen wir hier einfach mal hin und gucken mal, ob wir da während dieses Archenfalls halt was anrichten können. Also ob wir die... Wow, ob wir die Mission schaffen. So, komm, wir fahren einfach mal hier hoch. Hier hoch, bitte. Du sollst da hochfahren, nicht runter. Dankeschön. So, da ist auf jeden Fall nur ein Spieler unterwegs. Das ist jetzt nicht das meiste. Ja, es kommen noch mehr, also bleib standhaft. Jo, machen wir. Oh, guck mal, ich glaube, da haben wir sogar schon einen. Was? Mein Gott, ich treffe auch nichts, weil die rumrennen wie die Blöden. Ja, es kommen noch mehr, also bleib standhaft. Okay, das haben wir schon mal. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das hier als kleiner Eichenfall zählt. So, den haben wir auch down. Oh. Wieso sind die eigentlich hinter mir her? So, das haben wir auch. Gut, die fahren also sowas raus. Also ihren Energiekern fahren die anscheinend raus. Ausrüstung. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. So, vernichte die Schrottschläger Bonuswelle 4, okay. Schaue schnelle, nicht zweibeinige organische Lebensformen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Die Hellbugs haben uns gefunden. Wie Hellbugs? Wolltest du mich verarschen? Wieso denn jetzt auch noch Hellbugs? Bin ungeschützt. So, den ersten haben wir da schon mal. Jetzt müssen wir mal eben... Wer schießt denn da jetzt? Oh, warum sind die Hellbugs denn alle hinter mir her, verdammt? Schwer verwundet. Schwer verwundet, schon klar. Zieh dir mal was rein. Ich muss hier weg. Es geht gerade gar nicht. Gut, den haben wir erwischt. Den haben wir auch. Den haben wir auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mit denen hier irgendwas machen können. Kommt schon. Gnadenschuss. Wow.
Komm schon. Du Drecksack auch. Dreckiger, pissiger Hellback, ey. Oh nein, 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 nein. Was? So, den haben wir schon mal weg. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die Drecks-Hellbugs noch wegbekommen. Wieso zur Hölle kommen denn hier jetzt auch noch Hellbugs? Das ist doch nicht mehr schön. So. Die haben wir schon mal weg. Aua. Und wo kommen die denn alle weg? Müssen wir den erstmal umprügeln. Komm schon, komm schon. So, den haben wir. So, die haben wir auch. Den haben wir auch weg. Jetzt haben wir nur noch da einen. So wie es ausschaut. Wunderbärchen. Ich will gar nicht wissen, wo die auf einmal herkommen. Das ist doch nicht Schrottschläger-Bonuswelle und nicht die Hellbach-Bonuswelle. Was ist denn hier los? So, den haben wir. Den haben wir auch. Heilige Scheiße, meine Fresse. Komm schon. Ein Reaktor in der Archentech ist außer Kontrolle. Er wird explodieren. Mann, 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 Mann. Gut, was? So, den haben wir soweit schon mal erledigt. Das war aber irgendwie auch kein kleiner Eichenfall. Schade. Ich hätte ganz... Ich wollte gerade sagen, nimmt ihr den gar nicht mit. Ich wollte eigentlich einen kleinen gemacht haben, aber anscheinend will das Spiel mir das nicht gönnen, so einen kleinen. Was haben wir denn hier noch? Ach, so ein paar grüne Gegenstände, die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Was soll der Geiz? Gehen wir mal hier zum nächsten weiter. Aber so wie es ausschaut, bin ich hier auch relativ alleine unterwegs, wa? Zuerst beim Extraktor waren. Wir müssen sie vertreiben. Hallo? Hallo? Das ist, die sind ja fast nerviger wie die Hellbugs, so wie die hier rumspringen. Ja, es kommen noch mehr, also bleib standhaft. So, das war schon mal Welle 2 von 3. Jetzt... So, oh. Mann, ah, oh, oh, oh. Hallo? Hier hin. Hau ab. Du haust auch ab. Du sowieso. Wow. Ey, diese kleinen scheiß Minen. Ah, da ist noch einer. Diese ankommen und mich umbringen wollen, ne? Ja, es kommen noch mehr. Also bleib standhaft. Mann, 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 Mann. Was kommt denn jetzt noch? Ach ja, meine Freunde. Treffer versenkt. So, den haben wir. Die haben wir auch. Wir müssen erstmal sehen, dass wir die Kleinen hier weg... Oh, die Kleinen! Und da kommt sofort einer um die Ecke. Ein riesen Monstervieh. Aua, aua, aua. Da sind sie wieder. Meine Freunde, so. Oh! Mann, warum kommen die da immer von irgendwo her, wo ich sie nicht sehe? Hallo, Freundchen. Hau ab. Dankeschön. Ah, du auch. Lass mich in Ruhe. Mann, 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 Mann. Ach, da ist auch noch einer. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Noch mehr? Pass auf. Mann, Mann, Mann. Wieso bin ich hier? Zahlreiche seismische Bewegungen. Hellbugs, ja, bravo. Im Anmarsch. Ich glaube, die Hellbugs lasse ich da erstmal. Aua. Au, was war das denn? Dreckiger Mistsack. Ich bin ein leichtes Ziel. Boah, diese scheiß fliegenden Viecher, die gehen mir ja sowas von auf den Sack. Und wieso sind die Hellbugs jetzt schon wieder hinter mir her? Oh Mann, oh Mann. Au! Medikamente. So, den habe ich.
Oh, 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 oh. Ich muss jetzt erstmal flüchten, wie blöde. Sehr schön, das ist soweit voll. Diese dreckigen Scheiß-Hellbugs, ey. Hua! So, den haben wir. Was ist denn hier? Nein, jetzt geht das hier wieder los. Ich muss mal... ätzend! Nachladen. Puh! Oh, diese dreckigen Mistsäcke da. Komm, verpiss dich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal schön in Deckung gehen. Können wir nämlich hier die Schrott... Ah, ja, 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 ja. Weggetreten. Heilige Fresse, ey. Komm, ey. Nee, jetzt kam der nicht... Ah. Sehr schön, da stehe ich wieder. Ja, ja, so viel zum... Oh, nee. So viel zum Thema Schrottschläger. Punkt. Puh. Komm schon. Die Architekt wird explodieren. Wir sollten uns aus dem Staub machen. Ja, ja, explodier mal. Sehr schön. Da haben wir das zweite schon mal abgeschlossen. Wunderbärchen. Das heißt ja jetzt für uns, wir müssten ja theoretisch jetzt, wir sind schon bei 22 Minuten, was mache ich denn hier? Verdammt. Naja, das mache ich jetzt aber, ziehe ich jetzt aber in diesem Part hier noch eben durch. So, das müsste ja dann der da hinten sein. Ich guck mal eben auf die Mappy. Jo, das ist der letzte. Schauen wir mal, ob ich da auch wieder alleine mich rumtreibe oder ob da auch andere sind. Normalerweise müssten ja auch andere unterwegs sein. Ach, guck mal, sind sogar noch ein paar andere Spieler da. Das freut mich ja sehr. So, sonst noch einer? Da ist noch einer. Sehr schön. Die Architekt wird instabil. Verschwinde von hier. Die hatten niemals eine Chance. Ja, und jetzt? Haben wir jetzt das finale Ding oder haben wir das jetzt komplett abgeschlossen? Anscheinend noch nicht. Nee, hier haben wir noch. Da hinten haben wir noch einen, den wir platt machen müssen. Ist auf jeden Fall auch mal ganz gut. Hatten wir bisher auch noch nicht, dass ich so ziemlich alleine unterwegs war, bis auf jetzt beim letzten. Ach ja, ich erinnere mich dran. Sowas hatten wir auch schon mal gehabt. Scheiß drauf, machen wir trotzdem nochmal mit. Können wir mit dem überhaupt... Treffen wir den überhaupt irgendwie? Ich verstehe es jetzt gerade nicht so ganz. Also Schaden kriegt er auf jeden Fall. Aber irgendwie nicht von mir. Zumindest sehe ich nicht, dass ich irgendwie Schaden verursache. Ach, ich weiß warum. Wir müssen nämlich hier erst die Schrottschläger alle platt machen, so wie das ausschaut. Jetzt ging das nämlich. Da konnten wir jetzt Schaden machen. Sehr schön. Der Kern ist angreifbar, solange er die Armaturen repariert. Was war das denn jetzt? So, einmal hin. Was war das denn jetzt? Hallo? Komm und hol mich. Ah, da können wir Schaden machen.
So, jetzt dürfen wir erstmal wieder... Was war das denn? Wie, das war's schon? Das war's jetzt schon gewesen? Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass es so schnell ging. So, was haben wir denn gekriegt? Eine Ausrüstungstruhe haben wir bekommen. 5 Schlüssel. Wir haben zweimal gestorben, 539.000 Schaden gemacht. Wir gucken mal eben, wo stehen wir denn? Oh, wir stehen sogar auf Platz 2 der Gesamtwertung. Ja, dann würde ich sagen, schließen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, schaltet doch beim nächsten Part in 2 Tagen wieder ein, wenn es heißt Let's Play. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Achso, ich habe eine Clan-Einladung bekommen. Gut, wenn es beim nächsten Mal heißt Let's Play Defiance. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.